Mit dem Black Rapid Double hat Black Rapid den perfekten Kameragurt für Hochzeitsfotografen, Sportfotografen und auch Naturfotografen, die mit mehreren schweren Kameras unterwegs sind, gebaut. Den Gurt gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Ich habe den DR1 um, das ist mit einer normalen breiten Schulterauflage. Und Black Rapid hat zusätzlich im Angebot den DR2, den halte ich hier mal ein bisschen in die Kamera. Und da sieht man, der ist sehr dünn. Das ist für schmalere Personen, Frauen, die sehr schmal gebaut sind, ist das der Gurt der Wahl. Im Normalfall für mich jetzt mit 1,85 relativ schlank gebaut, ist aber auch schon das mit den dicken Auflageflächen ein bisschen besser. Auch hier haben wir das Typische wie bei allen Black Rapid Kameragurten. Man hat den schnellen Kamerazugriff und zwar auf beiden Seiten. Und der Gurt bewegt sich nicht vom Fleck. Die Kameras sitzen immer sicher hier an der Seite. Über die beiden Bumper kann man das Ganze auch noch so feststellen, dass sie nicht nach vorne und hinten schwenken können. Und was für gerade für die Hochzeitsfotografen und auch Pressefotografen super wichtig ist, das Ganze sitzt super bequem auf den Schultern. Das Gewicht wird wirklich verteilt. Hier hinten sind sehr große Auflageflächen. Und die ganze Energie, die die schweren Kameras haben, weil hier kann auch mal 70-200L, Canon 1D oder sonst was, das ist alles gar kein Problem. Wenn man das hier hängen hat, das ist gleichzeitig auf beide Schultern verteilt. Also auch wenn man hier runterdrückt, hat man wirklich ein super angenehmes Gefühl, ähnlich wie bei einem Rucksack, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Und dadurch ist es sehr angenehm zu tragen. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass man den Gurt auch teilen kann und einen einzelnen Gurt daraus machen kann. Und das zeige ich mal eben. Einfach den Gurt auseinandernehmen, eine Hälfte weg, andere Hälfte dran. Aufpassen, dass das Logo vorne ist, dann hat man auch richtig rum. Wenn man mit einer Kamera losgeht, hat man auch einen sehr bequemen Gurt für nur eine Kamera. Ich zeige euch jetzt im nächsten Schritt noch mal kurz, was es so an Zubehör für die Black Rapid Kameragurte gibt und wie man das Ganze befestigt. So, das Tolle an den Black Rapid Kameragurten generell ist ja, dass man den Gurt unten am Stativgewinde befestigt. Also, dass man hier oben keinen Gurt mehr im Weg hat und der auch nicht vor die Linse springen kann und so weiter. Man befestigt das Ganze über den Fasten R3. Bei unserem Double Gurt sind natürlich zwei davon dabei. Die haben hier unten so kleine Aussparungen, die so eine Art Unterdruck erzeugen, wenn man das Ganze hier festschraubt. Ich schraube das immer so ein bisschen handfest und gehe dann los und nehme den Karabiner und ziehe das nochmal richtig fest an. Wenn ich das gemacht habe, kriege ich das per Hand schon gar nicht mehr richtig los. Das heißt, das sitzt immer bombenfest. Man muss keine Angst haben, dass die Kamera runterfällt. Der Karabiner selber hat ja auch so ein Drehgelenk, sodass halt auch keine seitlichen Kräfte auf das Gewinde ausgeübt werden, sodass das Ganze wirklich bombensicher sitzt. Der Karabiner wird dann hier zugeschraubt, sodass der auch nicht aus Versehen aufgehen kann. Was wichtig ist für Stativfotografen, da gibt es von Black Rapid und auch von einem anderen Hersteller Lösungen. Von Black Rapid gibt es den Fasten TR1. Damit kann man jede Manfrotto-Schnellwechselplatte festschrauben und den Gurt dann hier oben in diesen Schraubbügel einklicken. Das ist speziell gehärtet und hält auch schwere Kameras aus. Für Leute, die mit Arca Swiss kompatiblen Stativen arbeiten, gibt es von Peak Design neuerdings eine Lösung. Das sind die Leute, die den Capture Clip hergestellt haben und die haben jetzt eine neue Schnellwechselplatte für den Capture Clip gemacht, die man auch einzeln kaufen kann und die hat auch hier oben diesen Schraubbügel und auch dort, der ist auch stabil gebaut, um schwere Kameras hier über mit dem Black Rapid System einzuklicken. Was noch ganz interessant ist, ist als optionales Zubehör ganz neu von Black Rapid, ist die Black Rapid Handschlaufe. Und zwar ist ja einer der großen Vorteile auch, dass man seine Kamera jederzeit vom Gurt abnehmen kann. Was ich zum Beispiel häufig mache, wenn ich Straßenfotografie mache, dann möchte ich die Kamera nicht am Gurt haben, sondern in der Hand halten. Und dann kann ich schnell wechseln auf die Black Rapid Handschlaufe, die man halt mit dem gleichen Karabiner hier einklicken kann. Und
Dann kann man die Kamera an der Handschlaufe sogar tragen. Das ist ja sehr stabil hier alles. Und beim Fotografieren hat man immer die Sicherheit, dass die Kamera nicht runterfällt, weil sie hier übers Handgelenk geschützt ist.